Phase 6. Montage des Dampferzeugers. Hier sehen Sie die Montage des Dampferzeugers im Zwischenraum zwischen der abgeschrägten Hammamdecke und der Baddecke. Mit der Schablone sicherstellen, dass die Dampfaustrittsleitungen, die Kaltwasserzuleitung und die Kesselabflussleitung gut verlegt sind. Dann die Stellen markieren, an denen die Bohrungen für den Bügel auszuführen sind. Anschließend den Bügel perfekt waagerecht nivelliert montieren. Die Schutzhüllen von den Rohren und den Deckel des Dampferzeugers abnehmen und diesen an der Wand befestigen. Für die Montage an der Gipskartonwand gelten die gleichen Anweisungen. Nachdem der Bügel perfekt waagerecht nivelliert montiert wurde, die Schutzhüllen von den Rohrleitungen abnehmen und den Dampfgenerator befestigen. Die Schutzkappe am Dampferzeuger abnehmen und den ersten Kondensatschlauch montieren. Den Schlauch festziehen. Nun den zweiten Schlauch für die Kaltwasserzuleitung zum Dampfgenerator montieren. Auch hier die Muttern des Schlauchs endgültig festziehen. Schließlich den Schlauch, mit dem der Dampf in die Hammamkabine eingeleitet wird, montieren. Den Schlauch an der Wand befestigen, mit entsprechendem Dämmstoff isolieren und am Dampferzeuger fixieren. Alle Hydraulikanschlüsse für die Hammamkabine sind nun ausgeführt.